Hallo, hier ist Thor Alexander und Ralf Knoblauch von defi.jetzt und wir starten heute unsere Podcast-Serie, allerdings auch zum Anschauen zum Thema Decentralized Finance. Ich möchte mich kurz vorstellen, ich bin Thor Alexander, ich habe eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht, unter anderem auch einige zum Thema Krypto und ich hatte auch einige Meetup-Gruppen im Raum Stuttgart und beschäftige mich auch im Blockchain-Institut mit Blockchain-Forensik. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich möchte mich auch vorstellen. Ich heiße Ralf Knobloch, bin auch circa seit 6 Jahren im Blockchain-Umfeld unterwegs, habe das Blockchain-Meetup Saxony mit mehr als 1000 Mitgliedern jetzt gegründet und arbeite auch bei einer Blockchain-Company. Und uns hat das Thema Blockchain zusammengebracht und wir denken, dass sich auf dem Finanzmarkt eine völlig neue Art von Finanzdienstleistungen und die Art und Weise, wie man Finanzdienstleistungen umsetzen wird, etabliert oder gerade am Aufsteigen ist. Und das hat uns dazu bewogen, diese Veränderungen mit einem Podcast zu begleiten zu wollen, mit einer Podcast-Reihe. Und ja, was ist DeFi? Das wollen wir hier in dem Podcast mal erklären, beleuchten von vielen Seiten. Wir beide, also der Thor, Alexander und ich, wir sind vielleicht nicht immer einer Meinung, aber das wäre ja schlimm, wenn wir immer einer Meinung wären. Wir wollen das diskutieren, beleuchten. Wir wollen auch Leute einladen, die mit uns gemeinsam solche Themen oder zu dem Thema diskutieren. Aber ja, so, jetzt gebe ich erstmal an dich zurück. Was ist DeFi? Genau, vielleicht ganz kurz noch eine Ergänzung. Wir haben schon eine Liste an Leuten, mit denen wir in den nächsten Wochen, Monaten sprechen wollen. Die Liste wird bloß dummerweise immer länger. Aber schauen wir mal. Und heute, Thema des heutigen Podcasts ist, dass wir erklären möchten, was wir unter DeFi verstehen. Vielleicht machst du mal die nächste Folie, Ralf. Und DeFi setzt sich ja zusammen aus Decentralized Finance. Ich bevorzuge, ich glaube, das ist eine zu weit. Ist das die zweite? Genau. Ich bevorzuge dezentralisierte Finanzprodukte und da kommt als erstes das Wort dezentral drinne vor. Und da stellt sich wahrscheinlich die Frage, was ist überhaupt Dezentralität? Tja. Willst du was dazu sagen, Ralf? Ja, also ich bin seit über 20 Jahren in der IT unterwegs und habe dort dezentrale, verteilte Systeme gebaut. Dezentralität heißt für mich, dass eine Verantwortung für ein Produkt oder für einen Service, für einen Dienst oder auch für eine Organisation nicht an einer zentralen Stelle Hierarchie sitzt, sondern dass man wirklich einen Service oder auch eine Organisation verteilt an verschiedenen Standorten, auch vielleicht auch auf verschiedener Technik einen Service laufen hat, den man nutzen kann und der durch die hohe Verteiltheit und wenn ein Service verteilt ist, muss ich auch irgendwie synchronisieren, damit auch eine sehr hohe Robustheit und eine Ausfallsicherheit hat. Das verstehe ich zum Beispiel unter Dezentralität bei einem IT-Service. Mhm. Du hast da zwei Wörter. Ich habe mich ja mit dem Thema Dezentralität ziemlich ausgiebig in meinem Buch Dezentrales Geld auseinandergesetzt. Sicherlich gibt es da noch einiges mehr, aber zumindest grundlagenmäßig habe ich da relativ viel abgehandelt und betrachtet. Und du hast das Wort verteilt und dezentral gebraucht. Und ich denke da an eine Grafik von Satoshi Nakamoto, die er mal veröffentlicht hatte. Allerdings war da ein Fehler drin. Es gab halt ein zentrales System. Ein zentrales System ist dadurch gekennzeichnet, dass Entscheidungen oder Informationen von einer zentralen Stelle ausgehen. So, und dezentral erachte ich als das komplette Gegenteil davon. Und verteilt ist eine Zwischenstufe.
Also die Regierung, die deutsche Bundesregierung verteilt ihre Entscheidungen auf die Länder und die Länder verteilen die Entscheidungen auf die Bezirke, auf die Regierungsbezirke, bis es dann irgendwo unten beim Bürger zum Beispiel ankommt. Das wäre jetzt ein verteiltes System, wo ich zwischendrin auch nochmal Punkte habe für Konkretisierung der Entscheidung. Und bei einem komplett dezentralen System ist es so, dass jeder Punkt eigentlich autark im System ist und mehr oder weniger stark Entscheidungen auch treffen kann. Also man könnte, das habe ich in meinem Buch auch mit angebracht, als Beispiel das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Wir hatten ja früher Reisekaiser. Das heißt, der Kaiser hatte keinen Palast, von dem er zentral aus, wie die Franzosen, eine Entscheidung getroffen hat, sondern er reiste durch die Pfalzen, durch die Provinzen seines Reiches und war jeden Tag woanders. Ich glaube, Leute haben es auch mal ausgerechnet. Er hatte eine Reisegeschwindigkeit von 20 Kilometern pro Tag. Aber der hat halt an verschiedenen Orten seine Entscheidung getroffen. Sicherlich war das noch eine Person, die die Entscheidung getroffen hat, aber in dem Fall war es schon mal die erste Stufe von Dezentralität. Und so würde ich das halt auch sehen, dass dezentral wirklich als krasses Gegenteil von zentral. Und das ist ja im Prinzip auch gut umgesetzt worden, wenn du guckst, die Mining-Geschichte bei Bitcoin oder auch sagen wir, das Staking bei anderen Blockchains ist mehr oder weniger stark zentral. Ja. Also beziehungsweise, weil wenn es weniger stark zentral ist, ist es dann dezentral. Ne? Wenn ich natürlich nur ein paar Player habe, die Frage ist auch, aber das ist eine philosophische Frage, ab wann ist ein Blockchain-Ökosystem überhaupt dezentral? Also wenn du fragst, dezentral kann man definieren, größer als eins. Ja, auch dann kann man. Naja, das ist die Frage, ob das schon dezentral ist, ob das nicht dann vielleicht auch schon verteilt ist. Aber mit verteilt habe ich auch wieder so Hierarchiestufen. Auf bestimmten Stufen können halt auch bestimmte Entscheidungen weiter getroffen werden. Und bei Dezentralität denke ich, dass jeder Punkt souverän ist und für sich entscheiden kann, ob er dem System jetzt noch angehört, ob er mitmacht und in welcher Richtung. Nichtsdestotrotz werden die Entscheidungen, zumindest jetzt bei dem Bitcoin, aber schon mehrheitlich getroffen. Der Kaiser war früher an einer Stelle, hat die Entscheidung an einer Stelle getroffen. Er konnte sie aufgrund seiner nicht vorhandenen Kommunikationsmöglichkeiten nicht so gut verteilen oder andere konnten nur nachschicken von Boten, was wir ja im Peer-to-Peer-Bereich in Bitcoin auch haben, zustimmen. Ja, und diesen Konsensus, diese Zustimmung, diese Mehrheit dann herzustellen, das hat man früher dann immer noch in den sogenannten Treffen, Kaisertreffen oder wie das hieß, gemacht. Aber heute im Rahmen der Technik wird diese Mehrheit über das Konsensusprotokoll dann aber auch dezentral, wenn die Mehrheit geantwortet hat, ja, vereinbart oder dann verabschiedet. Gut, können wir uns darauf einigen, dass eine einfache Definition von dezentral, dass das Gegenteil von zentral ist. Würdest du mir da zustimmen? Da würde ich erstmal zustimmen. Weil und verteilt ist irgendwas dazwischen? Ja, es gibt mehrere Arten der Verteilung, da gebe ich dir recht. Ja. Wir wollen jetzt heute nicht so detailliert in die Tiefe abtauchen, dann lass uns mal vielleicht die nächste Frage noch von Decentralized Finance, von dezentralen Finanzprodukten. Da steckt ja das Wort Finanzen drin. Und da ist natürlich die Frage, was ist Geld? Was ist für dich Geld, Ralf? Für mich ist Geld, wenn ich mit jemand anders eine Ware, ein Ding, eine Leistung austausche und ihm dafür irgendetwas gebe. Ich weiß, wir haben in Deutschland ja Vertragsfreiheit. Und wenn ich mich mit jemandem einige, ich will von ihm ein Auto erwerben und er nimmt von mir drei meiner selbstgemalten Kunstwerke, dann wirkt das in der Beziehung, die wir bidirektional haben, als Geld. Und ich muss also nicht zwingend Geldscheine haben. Es können auch Glasperlen sein oder andere Dinge. Das, was wir als wenn wir ein
bidirektionales Geschäft haben, was wir als Geld vereinbaren, als Austauschmittel, als Zahlungsmittel akzeptieren, das ist dann wirklich viel Geld für uns. Das sehe ich nicht so, weil Geld ist eine der Eigenschaften oder versuchten Definitionen, ist universelles Tauschmittel und deine Kunstwerke sind kein universelles Tauschmittel. Das kommt drauf an. Naja, der Frage ist jetzt, ein Geld muss eine bestimmte Verbreitung haben, um als Geld, um als universelles Tauschmittel anerkannt zu werden. Ja. Dass du jetzt Kunstwerke gegen ein Auto tauscht oder ich tausche ein Mikrofon gegen einen Lautsprecher, dann ist das eine von beiden nicht automatisch Geld, sondern Geld ist... Es wirkt aber wie Geld als Austauschmittel. Wie bitte? Es wirkt aber wie Geld als Austauschmittel. Nee, Geld ist ein universelles Austauschmittel und deine Kunstwerke sind kein universelles Austauschmittel. Wenn ich genug Leute finde, die mit mir zusammen meine Kunstwerke Gegenständen tauschen, dann wirkt das für mich wie Geld. Es kann sein, dass es für dich wirkt, aber ich sehe es nicht so. Ich sehe ein Geld als ein universelles Tauschmittel, was jeder quasi als anerkennt oder fast jeder, wenn er das will. Also wie zum Beispiel die gesetzlich erzwungenen Zahlungsmittel, wie halt die Kryptowährung, wie halt Gold, Silber, die halt von vielen, nicht von allen, mehr oder weniger anerkannt werden. Und Geld hat ja noch weitere Funktionen, Fungibilität, dass eine Einheit so viel wert ist wie die andere, mehr oder weniger, dass ich es teilen kann, dass ich es speichern kann und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe. Also die drei Hauptfunktionen von Geld sind halt universelles Tauschmittel, dann Wertspeicher und Wertmaßstab. Das heißt, du könntest jetzt deine Kunstwerke in bestimmte Geldeinheiten umrechnen, um dann ein Gefühl zu bekommen, ob jetzt du für den Preis oder der andere müsste dann halt das sagen, okay, er will für sein Auto nicht drei deiner Kunstwerke, sondern vier. Also die eventuell. Ich bin ja ein absoluter Verfechter von Virtualisierung. Das heißt, Geld wäre dann sozusagen eine virtuelle Äquivalenzmasse, die dann von allen als mit Werten akzeptiert wird. Also aus der IT genannt, ja, virtuelle Äquivalenzmasse, könnte ich verstehen, akzeptieren. So, und ansonsten die Frage ist, wann ist etwas Geld? Und da gibt es natürlich auch wieder einige Kriterien. Es muss halt von einer ausreichend großen Masse als Tauschmittel akzeptiert anerkannt werden und daher auch universelles Tauschmittel. Ja, anerkannt, akzeptiert, ja, und es muss Vertrauen in das, was als Geld bezeichnet wird, dann. Richtig. Dann, ja. Genau. Und im Prinzip, die Frage ist auch, wann kaufst du etwas? Also das Wort kaufen, verkaufen bedeutet ja, dass da das Geld irgendwo mit drinne vorkommt und du kaufst ja nur etwas, wenn du dir von dem, was du mit Geld oder gegen Geld eintauschst, wenn du dir davon einen höheren Wert, also einen höheren Nutzen für dich versprichst, als das Geld dir nützlich ist oder dir wert ist. Und der andere verkauft es nur gegen dein Geld, wenn er denkt, okay, das Geld ist für ihn wertvoller, weil er dafür, was ich, ein neues Pferd kaufen kann, zum Beispiel. Ja. Ja, manchmal ist es auch in Notsituationen so, nehmen wir mal an, man hat viel Hunger und man hat gerade nichts zu essen, aber ein bisschen Geld, dann kann es auch sein, dass man mehr ausgibt als das Essen eigentlich und das Trinken, was man dafür dann erwirbt, wert ist. Aber das ist dann eben in Notsituationen. Angebot und Nachfrage spielen da, glaube ich, auch eine Rolle, so nennt man das. Ja, das ist richtig, aber das Geld an sich, also sag mal, der Wert von Dingen hängt ja am Umfeld ab. Also bei uns ist ein Glas Wasser wenig wert. Wenn du in die Wüste gehst, je weiter du da reingehst, umso wertvoller wird ein Glas Wasser. So, und was nützt dir dann Gold in der Wüste? Das ist nur schwer. Wenn es in der Sonne liegt, wird es warm. Kannst du vielleicht noch die Finger dran verbrennen, aber trinken und essen kannst du es nicht. Aber so, und Gold in unserer Welt, dafür kann ich mir, viele Kisten Wasser kaufen. Weil halt hier Wasser
billig ist und weil es mir eigentlich auch jeder als Tauschmittel mehr oder weniger abnimmt. Ich könnte. Habt ihr einen Supermarkt, dort wo du wohnst? Du wohnst auch in Deutschland, ne? Nimm die Gold für Wasser? Bestimmt. Das ist aber eine gute Frage, und zwar der Unterschied zwischen gutem und schlechtem Geld. Ja. So, und warum soll ich jetzt, oder was ist, da gibt es einen ganz einfachen Unterschied zwischen gutem und schlechtem Geld, und ich sage immer, gutes Geld behält man und schlechtes Geld gibt man aus, und das ist der Grund, Ralf, warum du heute von mir keine Bitcoin kriegst. Und Gold kriegst du von mir auch nicht. Naja. Du kannst von mir schlechtes Geld für deine Kunstwerke bekommen, Euros, oder was ich, Swati, Kronen, keine Ahnung was. Das sind für mich schlechtere Gelder, weil ich natürlich mehr ein Problem habe, Swati oder Kronen auszugeben, weil ich lebe eher in Deutschland. Mhm. So, und Euro ist für mich halt auch ein schlechteres Geld aufgrund verschiedener Faktoren als Bitcoin oder als Gold. Und deswegen würde ich... Also ich würde Bitcoin lieben gerne nehmen, bloß wie gesagt, Christian, halt's nicht voll und du bleibst ja immer auf deinen Bitcoin sitzen, ne, und gibst die nicht gerne weiter. Ja, ja, das ist so. Richtig. Gute Sachen hortet man, ja. Na gut. Ja. Ich denke mal, das Thema haben wir angeschnitten. Wir können das jetzt nochmal irgendwann mal ein bisschen vertiefen, aber das ist ein Thema, was sehr weitläufig ist, wo man viele Sachen ansprechen kann. Und man könnte da vielleicht auch mal genau jetzt zum nächsten Punkt übergehen. Was ist denn überhaupt DeFi für dich, Ralf? Tja, DeFi ist für mich ist ja die Abkürzung für dezentralisierte Finanzen. Also ich denke, das steht im Gegensatz zu CeFi, zentralisierte Finanzen. Und bei mir ist es so, bei DeFi handelt es sich bei mir auf, also das basiert für mich auf Blockchain-Technologie. Und das sind dezentrale Finanzanwendungen, welche aus meiner Sicht ohne Banken und ohne Zahlungsdienstleister oder anderen Intermediären auskommen. Und diese dezentralen Applikationen oder auch Smart Contracts, die dann auf der Blockchain laufen und die Verknüpfung von diesen Smart Contracts, diese funktionieren dann nach wohlbekannten, akzeptierten Regeln, fest definierten Bedingungen. Und wenn ein bestimmtes Ereignis dort ausgelöst wird, dann passiert dort irgendwas. Und dann entstehen und fügen sich diese Smart Contracts zu unterschiedlichen Finanzwirkungsbausteinen zusammen, wie in einem Lego-Kasten. Und dabei können sich so verschiedene unterschiedliche Finanzbausteine ergeben, wie digitale Währung, Kreditvergabe, dezentrale Börsen oder Versicherungsprodukte. Und durch diesen dezentralen Charakter von solchen sogenannten Finanzdienstleistungen, die man dann auch global zugänglich machen kann, wird es auch so, dass man nicht unbedingt personenbezogene Finanzdienstleistungen oder Finanzvorgänge, damit heißt es auch, anonymisiert ablaufen lassen kann. Und das ist so mal kurz umschrieben mein Verständnis von dem, was ich bisher, ich sag mal, in den letzten 12 Monaten so aus der Perspektive dezentralisierte Finanz verstanden habe. Okay. Für mich ist DeFi, sind dezentralisierte oder dezentralisiert, das ist mir zu lang das Wort, sind dezentrale Finanzprodukte. Mhm. Die Frage ist immer, wie dezentral die wirklich sind. DeFi sehe ich aber nicht nur auf der Ethereum-Blockchain, wo die meisten Anwendungen aktuell laufen, sondern auf jeglichen dezentralen Blockchains, würde ich es mal so ausdrücken. So, und bei dezentralen Block oder bei Blockchains ist ja einerseits die Geldschöpfung, also wie kommt das neue Geld in den Markt rein? Dezentral zum Beispiel, oder wurde es am Anfang geschöpft? Wie zum Beispiel, wenn jetzt Token kreiert werden auf Ethereum, auf Tron, auf Binance oder wie auch immer Coin,
dann gibt der Token-Emittent gibt eine Anzahl an, von mir aus 3 Milliarden, und ja, er hat diese Anzahl selber festgelegt und er gibt, er verteilt diese 3 Milliarden nach entweder nach dem Schema oder er verkauft sie gegen irgendwas, um da natürlich auch Preise festmachen zu können. Mhm. So, und dann habe ich da in einem dezentralen Handelssystem, die Blockchain ist ja eigentlich dezentral, habe ich aber wieder zentrale Akteure. Und da ist natürlich auch wieder eine philosophische Frage, ist das dann noch dezentral, wenn nur das Handelssystem dezentral ist, aber der Emittent, der Bestimmer, ob dieses Geld gültig ist, aber eine zentrale Entität ist, also eine Person oder ein Unternehmen ist. Da kommt es sicherlich auch wieder ganz drauf an. Es kann ja de facto eigentlich jeder dann eigene Dinge, Finanzprodukte in Form von Smart Contracts verteilt auch emittieren, und es kann aber auch sein, dass er dann auch wieder eine Community dazugehört, die Entscheidungen trifft, die auf der dezentralen Ebene für diesen Token oder für dieses Finanzprodukt gilt, indem man zum Beispiel bestimmte Triggerpunkte erreichen muss, Angebot und Nachfrage. Es wird ein Verkauf von einem solchen Token oder einem tokenisierten Asset erst dann losgetreten, wenn eine bestimmte Liquidität, also Mindestmaß von vielleicht Fiat-Geld oder bestimmte Token, die erreicht werden müssen, um den anderen Token auszulösen oder ihn zu tauschen. Also das sind dann schon Dinge, die auch nicht nur zentral, sondern wo auch Communities in dezentralen Entscheidungen die Governance innerhalb dieses Produktes dann auch verantworten können. Also es gibt sowohl zentrale als auch dann auch schon wieder nochmal verteilte Anwendungen beziehungsweise Community Governance Entscheidungen auf dem dezentralen Blockchain-System selbst. Also ich fasse jetzt mal mit meinen Worten zusammen. Du stimmst mir schon zu, dass die Erschaffung, die Kreierung dieser Token, dass die zentral passiert, aber aufgrund des dezentralen Ökosystems, in denen die Token existieren, werden die auch zunehmend von dezentralen Entscheidungen geprägt, weil nur die Nutzer, also du musst ja den Nutzern auch irgendwas bieten, entweder nutzen oder halt auch mitreden können, damit die diesen Token verstärkt nachfragen und auch anwenden. Ja. Kann man das so sagen, ja? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Gut, dann sind wir, denke ich, durch für heute. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit und freuen uns, euch im nächsten Podcast wieder zu begrüßen.